Liebe Leute, kommt rein. Es gibt Spannendes zu hören, wie wir alle unsere Podcasts viel besser machen können, an den Mann bringen können, an die Frau bringen können und was wir noch so an Lernpotenzial und unverschenktem Potenzial auf der Straße liegen lassen. Und zwar, ich denke, ganz einfache Tipps, die wir alle innerhalb von wenigen Sendungen umsetzen und verinnerlichen können. Na, es wird doch langsam. Habt ihr alle gut Koffeinnachschub für den Nachmittag gehabt? Wenn nicht, noch eine Mate nehmen. Ich habe gesehen, es wurden deutlich mehr Mate gekauft, als gedacht wurde, dass wir trinken oder wie auch immer. Okay. Fangen wir so langsam an, damit wir irgendwann wirklich noch Mittagessen bekommen. Till Ottlitz, der hier schon an der Seite steht, war so freundlich, einen Vortrag einzureichen, der sich damit beschäftigt mit dem schönen Begriff Storytelling, was wir hier ja so ein bisschen aus zwei Perspektiven durchaus sehen. Und er hat sich viel mit dem US-Podcast-Markt beschäftigt und wird uns eben jetzt erläutern, was er aus dieser Beschäftigung gelernt hat und was wir dann auch wieder als Maßnahmen daraus ziehen können und was wir daraus machen können. Viel Spaß dabei. Vielen Dank, Dankeschön. Hallo, guten Tag. Ganz kurz zu mir am Anfang. Ich heiße Till Ottlitz und ich arbeite hier beim BR in der Redaktion Feature und Hörbild. Das ist die Redaktion, die sozusagen große Sendungen macht, über eine Stunde lang oder Halbstunden Sendungen. Und ich bin da zuständig für eine Sendung, die heißt Radio Reisen. Die ist heute Morgen gerade eben um 9 Uhr gelaufen. Jeden Sonntag eine Stunde, wird am Montag nochmal wiederholt. Erzählen wir Reisegeschichten und aus allen möglichen Ländern bringen uns Reporter Geschichten mit und da sind wir auch gleich an dem Punkt, was ich in meiner Arbeit da versucht habe zu machen ist, früher haben wir bei diesem Sendungsformat einfach immer Länder vorgestellt, Orte vorgestellt und ich habe versucht, das stärker in Richtung Storytelling zu bringen und tatsächlich Geschichten über Orte, über Menschen, über andere Länder zu erzählen. Und ganz stark habe ich mich dabei bei US-Podcasts inspiriert und da möchte ich auch gleich sagen, alles das, was ich hier erzähle, habe ich mir mehr oder minder nicht selbst ausgedacht. Ein paar Ressourcen, die sicher auch viele hier kennen. Ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, ein Comicbuch über die Art und Weise, wie man Storytelling in Podcasts und Radiosendungen machen kann. Out on the Wire von Jessica Abel. Die hat sozusagen alle Leute interviewt, von den Radiolab-Machern über This American Life bis hin zu kleineren und weniger bekannten Podcast-Formaten in den USA und nach ihren Tricks befragt. Absolute Empfehlung. Und eine andere Quelle, die sicher viele kennen, ist transom.org. Die bieten Workshops an in den USA und für Radio- und Podcast-Macher. Und auf der Webseite findet man auch großartige kleine Tutorials, teilweise in Videoform, teilweise in Textform, mit vielen Audiobeispielen. Das ist auch eine super Ressource für alle, die sich für Storytelling interessieren. Aber fangen wir gleich an, gehen gleich ins Thema rein. Und das ist auch einer der großen Sachen sozusagen beim Storytelling. Wie komme ich in meine Geschichte rein? Wie fange ich überhaupt an? Ich will mal zwei Beispiele vorspielen wie Podcasts in ein Thema reinkommen. Das Thema ist New Orleans in Louisiana, 10 Jahre nach Katrina. Ich sag gar nicht viel dazu. Ich spiele einfach die erste Minute von zwei Featuren. Das erste Feature ist This American Life, die 10 Jahre danach folgende Geschichte gemacht haben oder sie so angefangen haben. In life, Robin was visiting New Orleans 2 years ago on a family vacation and they had never been to New Orleans before and they took one of those bus tours of the city. You know, it would show you the sights and the French Quarter. And then there was some, you know, look at this telephone pole. You can see the mark for how high the water got during Hurricane Katrina. The tour guide was an older black man, a local. She said it was really good. And there was this one moment during the tour that really stuck out. It was late in the tour. They're driving to the lower Ninth Ward. And as we're coming toward it, our tour bus guide says, so look, we used to go down into this area, the lower Ninth Ward. It was really badly hit in the storm. You know that.
But we stopped going down there because we learned that the people there just really, they didn't like the tours. They don't like the tours. They don't want people to come in and look at them and stare at them and look at how bad it is. And so we're not going to go in there. And it stuck with me. Genau, das ist der Anfang der Geschichte, das ist die erste Minute, ziemlich genau 60 Sekunden. Und Ira Glass erzählt jetzt, dass sie im Grunde genau in dieses Viertel gehen werden, dass sie jetzt sich dieses Viertel, wo man nicht mehr hin kann mit dem Tourbus, wo man, was eigentlich wie eine kleine Blackbox geworden ist, wo man einfach als Tourist nicht mehr rein kann, dass sie da reingehen werden und 6 Geschichten aus diesem Viertel Lower Ninth Ward erzählen wollen. 10 Jahre Katrina hat sich natürlich super angeboten als Thema. Auch die Feature-Redaktion des Bayerischen Rundfunks hat ein Feature dazu gemacht, auch eine Stunde. Da spiele ich jetzt auch nochmal die ersten 60 Sekunden draus vor. Good morning, everybody. The last part of the morning on this glorious Monday at the WBOK Studios. It's your Uptown Renaissance man, Mr. Chuck Perkins, coming at you live. Oh, yeah. I mean, we had like a pretty sad weekend. Got a lot to talk about. Want to talk about what's happening in South Carolina and this ruthless killer and the 9 people who lost their lives to this foolishness. And also want to talk about like the unfortunate incident here in New Orleans with the police officer being murdered. Man, just a lot of bad news. So, wem hören wir hier zu? Das ist Chuck Perkins und wir hören seine Radioshow auf WBOK, einer lokalen Radiostation in New Orleans, das populärste schwarze Talkradio der Stadt. Genau, das waren die 60 Sekunden aus der Produktion der Feature-Redaktion des Bayerischen Rundfunks dazu. Kurze Abstimmung. Was würdet ihr weiter anhören, sozusagen, wenn ihr euch diese 60 Sekunden angehört habt? Wer würde bei dem ersten Stück dranbleiben und gerne wissen, wie es ausgeht? Und wer würde beim zweiten Stück dranbleiben und gerne wissen, wie es ausgeht? Immerhin 3 Leute, obwohl wir eine Minute Englisch gehört haben und obwohl wir nach der Minute noch nicht wirklich wissen, worum es gehen wird, was passieren wird. Also in aller Fairness, auch bei dem Stück wird dann gesagt, es ist jetzt 10 Jahre danach wieder zu Unruhen gekommen, es ist ein schwarzer Jugendlicher erschossen worden und offensichtlich ist noch nicht alles gut mit den Rassenbeziehungen in den USA, also werden wir darüber reden. Das kommt aber zu einem sehr, sehr viel späteren Zeitpunkt und auch ein bisschen verklausuliert, weil so sind wir Deutschen. Wir sagen nicht wirklich gerne ganz konkret, worum es geht, weil das kann sich der Hörer ja denken. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen das erste Problem, was wir haben, wenn wir, oder sozusagen die erste Lektion, die wir von US-Podcasts lernen können. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die Leute grundsätzlich das interessant finden, was wir ihnen da bieten. Wahrscheinlich haben wir nur ganz wenig Zeit, bis die Leute sich den nächsten Podcast aussuchen oder vielleicht einfach weiterschalten oder so. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Leute schon aus dem Thema und aus dem O-Ton und so weiter einfach sich schon rausfinden, worum es gehen wird. Nee, wir müssen es ihnen explizit sagen, heute geht es da und darum. Wie gesagt, wenn wir das nicht tun, kann es sein, dass die Leute sehr, sehr schnell weiterschalten. Das heißt, macht euch klar, dass ihr in der ersten Minute, in den ersten Minuten die Leute fesseln müsst mit dem, was ihr erzählt. Das heißt, am besten, man startet seine Geschichte, seine große Geschichte, mit einer kleinen Geschichte. Und das ist genau das, was Ira Glass da gemacht hat. Die große Geschichte, New Orleans, wie geht's dem Lower Ninth Ward 10 Jahre nach Katrina? Ist eine riesige Geschichte, es würde ewig dauern, die zu erzählen. Aber die kleine Geschichte, eine Kollegin von mir hat diese Bustour gemacht und sie konnte da nicht hinfahren, die kann man in einer Minute erzählen und dann ist im Grunde das Thema aufgemacht. Da gibt's natürlich dann ganz, ganz viele von diesen klugen Podcast-Machern, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie sieht eigentlich eine Geschichte aus? Wie kann man so eine Geschichte definieren, interessante Geschichte? Rob Rosenthal von How Sound hat's definiert als somebody does something
Because, also es gibt eine Aktion, es gibt eine Motivation für diese Aktion, aber dann passiert etwas. Es gibt ein But und das ist das, was er die Challenge nennt. Ein weiterer Merksatz, der ist von Soren Wheeler von Radiolab. Ziemlich hoher Anspruch. This happened, then this, and then you wouldn't fucking believe it, but, auch da wieder ein But, irgendwas passiert in dieser Aktion. And the reason why that is interesting to every single person walking on the face of the earth is this. Also auch da wieder, klar, man muss dann das einfügen sozusagen und hier liegt die Latte schon sehr, sehr hoch. Also es soll sozusagen jedem interessant sein. Aber ihr habt ein ganz ähnliches Prinzip. Also this happened, also es gibt eine Aktion, es gibt eine Unterbrechung, es gibt ein But da drin, irgendwas passiert und das macht es eigentlich dann erst interessant. Und Alex Bloomberg von Gimlet Media, dieser Podcast-Firma aus Brooklyn, der hat's am einfachsten gesagt. I'm doing a story about X and the reason why that is interesting and what's interesting about it is why. Und er sagt, im Grunde ist die Challenge, wenn man eine Geschichte hat, soll man diesen Satz laut jemandem anderen sagen und daran testen, ob die Geschichte okay ist. Also ich mache eine Story über New Orleans 10 Jahre nach Katrina und was interessant daran ist, ist, dass man in das Viertel, wo es eigentlich am schlimmsten passiert ist, nicht mehr rein kann. Dann habe ich sozusagen nach X und Y aufgelöst. Und was jetzt schon bei all diese Sätze, die so ein bisschen anders laufen, was die alle gemeinsam haben, ist immer dieses But, diese Challenge, dieses das, was Alex Bloomberg das Y nennt. Und wie nennen die Amerikaner dieses Y? Da haben sie noch ein anderes Wort dafür. Sie nennen es Stakes. Also den Einsatz beim Poker im Grunde. So den Einsatz, den man am Anfang reintut. So ein bisschen wie beim Reizen, beim Skat sozusagen. Was gebe ich rein? Das deutsche Wort dafür ist dann, wie gesagt, Einsatz. Lustigerweise funktioniert das super mit unseren Währungen. Aber es ist tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Währung. Und jetzt habe ich es im Grunde schon verraten, aber was war sozusagen der Einsatz? Was waren die Stakes bei der Geschichte über Katrina, über 10 Jahre nach Katrina in New Orleans? Der Einsatz war, man weiß nicht mehr so viel über dieses Viertel, weil dieses Viertel zu ist, weil man als Tourist da nicht mehr rein kann. Also werden wir euch da mal mit hinnehmen und euch damit reinnehmen. Das ist sozusagen der Einsatz. Und am Schluss der Sendung haben wir hoffentlich etwas über dieses Viertel gelernt, was sonst so vielen Leuten verschlossen ist. Ein Einsatz ist immer irgendwie eine Herausforderung. Das kann eine Herausforderung für den Reporter sein. In dem Fall, wir bringen euch diese Blackbox Lower Ninth Ward näher. Kann aber auch für den Protagonisten sein. Also es könnte sein, oh, jemand versucht da sein Haus aufzubauen. Wird er es schaffen, trotz all der Probleme, die es da gibt? Auch das sind sozusagen Stakes, die eine Story haben kann. Das ist dann ein reales Problem, ich will da ein Haus bauen, oder es kann halt eine Challenge sein für den Reporter, ich möchte in 5 Tagen einmal quer durch die USA fahren und möglichst viele Leute treffen oder so. Auch das können solche Stakes sein. Wichtig ist nur, dass ihr die möglichst explizit macht am Anfang von eurer Geschichte, damit man das nachvollziehen kann, was ihr da überhaupt tut, und damit baut ihr nämlich auch vor allen Dingen Spannung auf und erklärt, was in eurer Geschichte auf dem Spiel steht. Genau. Ihr habt sozusagen, ihr seid in eure Geschichte reingekommen, ihr habt klargemacht, was der Einsatz ist, aber wie halte ich jetzt sozusagen die Aufmerksamkeit von Leuten über eine halbe Stunde, über eine Stunde? Und dazu macht man das, was die Amerikaner Signposting nennen. Ich würde es nennen, auf Deutsch übersetzt, Ausrufezeichen setzen, immer wieder in der Geschichte. Wir können mal in was reinhören. Das ist ein Ausschnitt aus Radiolab. Das ist eine sehr berühmte Folge. Da ging es um Parasiten. Und der Parasit, den wir hier, frage noch nicht, wie der heißt, der Parasit, den wir hier sehen, aber die Radiolab-Macher haben sich einen Wissenschaftsjournalisten eingeladen zu sich ins Studio, der ihnen ein bisschen was über diesen Parasiten erzählen soll. Auf Englisch heißen die Blood Flukes. Related to flatworms, tapeworms. So their eggs start out in the water.
freshwater in Africa, Asia, parts of South America. In the first part of their life, they go into a snail and they come back out into the water. And they're swimming around and they start looking for a human. So imagine a foot going into the shallow end of the pond. Mm-hmm. I see toes, I see bottom of foot, I see ankle. Well, if you're a blood fluke, you don't see anything, you don't have eyes. Oh, sorry. But eventually you find a foot, secrete a little enzyme. Basically turn a little bit of skin into butter. And you slip into the vein, and now you're gonna swim my circulatory system. You're gonna ride along in the blood. And now it's time to find a mate. A mate? So there's sex, so there's male and female, is what you're saying. Sure, they're animals. They're animals? I would have never called them animals. That's interesting you say that. Genau. Was ist da am Schluss passiert? Die beiden Moderatoren haben im Grunde den Wissenschaftsjournalisten in seiner Geschichte unterbrochen und haben unsere Aufmerksamkeit darauf gerichtet, dass diese kleinen Wesen Tiere sind, dass es davon Männchen und Weibchen gibt. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist ja, mei, das ist halt eine nette Art und Weise, das zu sagen. Nee, es ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte hierfür. Und sie wollen, dass wir uns später daran erinnern, dass es sich um Männer und Frauen handelt oder um Männchen und Weibchen handelt, die Sex haben, weil diese Blood Flukes heißen auf Deutsch Pärchenegel. Die finden sich in unserem Blutsystem, die kriechen ineinander, das ist ein Männchen und ein Weibchen hier zusammen, und die bleiben dann Jahrzehnte zusammen. Deswegen Pärchenegel. Teilweise bis zu 40, 50 Jahre können die leben im Blutsystem eines Menschen als monogame Egel. Und deswegen, um dass wir uns immer daran erinnern, aus diesem Grund unterbrechen die das an der Stelle, gehen rein und sagen, Moment mal kurz, kleine Unterbrechung, habe ich das gerade richtig verstanden? Da gibt's Sex. Also es ist nicht einfach nur um irgendwie Sex oder bla bla, sondern es hat einen Grund. Und das ist das, was Ausrufezeichen tun. Und die können alle möglichen Formen annehmen. Also man kann einfach einen wichtigen Punkt wiederholen oder was wir gerade gehört haben, ein Co-Moderator, ein anderer Mensch, der mit einem den Podcast macht, unterbricht es. Manche Leute machen einfach nur eine kurze Pause, bevor sie weiterreden, und schon das steigert irgendwie die Aufmerksamkeit. Manche Leute lachen ein bisschen kurz, um es klar zu machen. Was This American Life ganz oft macht, ist, es gibt ein Musikbett drunter, das Musikbett hört auf. Der nächste Satz, an den werde ich mich erinnern, der ist wichtig. Das heißt, die Ausrufezeichen immer bei zentralen Botschaften und Fakten setzen. Und das Ganze, warum tun wir das? Soren Wheeler sagt von Radiolab, people don't want to be told how to feel, but they do want to be told what to pay attention to. Also sagt den Leuten nicht, oh, das ist aber ganz furchtbar traurig, was da passiert ist mit Katrina, oder oh, das tut uns furchtbar leid oder so. Nee, sagt ihnen, wenn etwas wichtig ist in eurer Geschichte. Und das könnt ihr mit diesen kleinen Mitteln machen. Emotionen kommen schon auch vor. Also das How to Feel, es gibt schon einen Ort, wo sozusagen Emotionen eine Rolle spielen können. Und das ist das, was ich den Gefühlsausbruch nennen würde. Der kann positiv oder negativ sein. Im Beispiel, was wir jetzt spielen, ist er eher negativ. Da geht's. Das ist ein Ausschnitt aus dem Podcast Reply All von Gimlet, a show about the Internet. Und die beiden Hosts sind auf einen Betrüger gestoßen, einen Scam. Stellt euch vor, ihr fahrt mit einem Taxi durch New York, ihr habt 1000 Fotos gemacht, ihr vergesst eure Kamera in dem Taxi, das Taxi fährt weg. Was macht ihr? Holt euer Smartphone raus und googelt irgendwie Lost and Found, New York City Cab, Taxi oder sowas. Und die erste Seite, auf die ihr kommt, die will, dass ihr $47 zahlt, damit sie euch helfen. Und es sieht jetzt nach einer sehr offiziellen Webseite aus. Turns out, die $47 zahlt ihr, um ein vollkommen wertloses PDF zu bekommen, wo drin steht, wie ihr dann wirklich an eure Kamera kommt. Aber das hättet ihr nie gebraucht. Aber weil es der erste Treffer bei Google ist, ist das das Problem. So, was machen die beiden Jungs von Reply All? Sie finden raus, wem die Webseite gehört, wer die gemacht hat. Und sie wollen rausfinden, ob der noch andere solche Betrügereien macht. That someone was, like, who is behind yellowcabnyc.com?
And looking at the Who Is record, I saw that it's a guy named Mark Jakubczyk. There's not a lot of information on Mark Jakubczyk, but what I did is I looked up how many websites were registered under the name Mark Jakubczyk. Does he run a lot of... To see if there was anything else. Yeah, I want to see so bad. Well, let me show it to you. What a piece of crap, man. What's it called? Oh my God. PetAmberAlert.com, America's missing broadcast emergency response alert for pets. You lost your dog. You're really desperate. Why don't I trick you into giving me money and then you read the disclaimer and realize I'm not helping? I want to break your computer over my leg. I see anger in your eyes like that is pretty unparalleled. I don't think I've ever seen you like so... It makes me so incoherently mad. Angry before. Genau. Die zweite Seite, die er macht, da geht es um Tiere sozusagen. Mein Hund ist weggelaufen, meine Katze ist weggelaufen. Und auch da ist es so, sie tun so, als würden sie dir helfen und am Schluss ist es nicht. Und einer der beiden Hosts, PJ Vogt, offensichtlich ziemlich sauer deswegen. Was das sozusagen tut, ist, es macht diesen Punkt klarer, es macht ihn größer, es macht es wichtiger und relevanter, was wir gerade gehört haben, dass das wirklich Probleme machen kann. Es gibt aber eine ganz wichtige Sache dabei, das muss authentisch sein. Nichts ist schlimmer als gespielte Emotionen. Wenn das nicht stimmt, Fakes riecht man 3 Meilen gegen den Wind im Audio. Keine Chance sozusagen, es muss was Authentisches sein, wo man die Hörer nicht manipuliert, sondern was wirklich aus einem selbst herauskommt. Aber dann sind diese Gefühlsausbrüche ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um eine Geschichte relevanter zu machen. So, jetzt kommen wir auch schon zu meinem letzten Punkt. Also ihr seid gut ins Thema reingekommen, ihr habt klar gemacht, was der Einsatz des Themas ist, ihr habt die Spannung der Leute gehalten über Ausrufezeichen und Emotionen, über 30, 60 Minuten sozusagen. Und was kommt am Schluss? Und am Schluss kommt das, was die Amerikaner Reflection nennen, die Reflexion. Und Ira Glass sagt, im Grunde ist es was ganz Natürliches, was wir immer im Radio machen. Wir erzählen erst, dass etwas passiert, something happens, und then you say, here's why we're talking about this, here's what it means. Ira Glass vergleicht es ein bisschen mit der Kirche. Im Grunde funktioniert jegliche Bibelstunde so. Man erzählt eine kleine Geschichte aus der Bibel, die wird vorgelesen, und danach erzählen wir, was ist die Bedeutung? Was will uns Jesekiel damit sagen? Was hat das mit unserem Leben zu tun, sozusagen? Und deswegen, weil diese Reihenfolge im Grunde von der katholischen Kirche seit 2000 Jahren praktiziert wird, funktioniert die auch so gut. Zuerst erzählt man seine Geschichte und dann erzählt man, was diese Geschichte bedeutet. Was das tut, ist, dass es diese kleine Story, die er erzählt hat, größer macht sozusagen. Also der Einzelfall ist dann nicht mehr nur ein Einzelfall, sondern ihr macht klar, was ist die Bedeutung davon für die Gesamtgesellschaft oder was ist sogar die Bedeutung davon für den Hörer selbst, also was ist für eure Hörer, was ist die Bedeutung davon? Diese Reflexion kann übrigens von einem Interviewpartner kommen oder die kann von euch selbst kommen. Vollkommen egal. Es ist nur wichtig, dass man damit am Schluss nochmal den Sack zumacht und seine kleine Geschichte, die man erzählt hat, irgendwie größer macht. Und um jetzt nochmal ganz kurz zusammenzufassen, also das Thema am Anfang klar sagen, worum es in der Geschichte geht, dann den Einsatz klar machen, die Herausforderung, die Challenge für den Reporter oder für die Menschen, über die man berichtet. Ausrufezeichen setzen an allen Orten, die wichtig sind, dass die Leute sie im Kopf behalten, damit sie nachher eure Auflösung verstehen. Emotionen dann einsetzen, wenn sie authentisch sind, entweder von euch oder von euren Gesprächspartnern. Auch das gibt dem Ganzen mehr Tiefe. Und am Schluss keine Angst davor zu haben, cheesy zu klingen oder irgendwie stating the obvious zu machen. Wirklich nochmal zu sagen, was bedeutet das jetzt gerade, was wir eben hier gehört haben. Und wenn diese
Reflection gut ist, dann löst sie sogar den Einsatz, die Stakes am Schluss auf, die Challenge, die man sich gesetzt hat. Da wird nämlich klar, ist die Herausforderung, haben wir die bewältigt oder nicht und aus welchen Gründen, ja oder nein. Das ist im Grunde der Ort, wo wir das machen. Genau. Vielen, vielen Dank. So könnt ihr mich erreichen. Ich glaube, ich habe fast eine halbe Stunde verbraucht, ne? Wenn es Interesse gibt nach einer Fragerunde, dann würde ich, und du auch Lust hast, dann würden wir das doch gerne machen. Und Armchen hoch. Seid ihr jetzt schon alle am Überlegen, wie ihr das alles umsetzt? Das wäre ja super. Also sonst auch gerne. Ihr könnt mich kontaktieren sozusagen jederzeit. Da. Der Tim. Der kann vor allen Dingen super Begriffe und Folgentitel machen. Was mich noch interessieren würde, ist so, was deine Sicht ist auf die Rolle von Musik, Musikbett, Soundkulisse in solchen Produktionen. Krass wichtige Rolle. Also eine Stelle hatten wir ja schon drin. Oftmals ist es genauso wichtig, wann Musik spielt, wie wann nicht Musik spielt. Im Grunde sagt Musik dir immer, oh, es geht gerade weiter. Irgendwie ist, also Musik ist so, treibt eine Geschichte vorwärts, aber sie kann auch ganz, ganz schnell einlullen sozusagen. Das heißt, This American Life, da gibt es auf Transom gibt's einen sehr schönen Tutorial davon, von Jonathan Manhever dazu, der erklärt im Grunde, sie setzen Musik selten länger als 40 Sekunden ein. Sie nennen es Posting, sie setzen einen Post mit der Musik, die Musik wird plötzlich laut, hörbar, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und dann geht sie aber auch schnell wieder weg. Und das kann man im Grunde ganz ähnlich wie mit den Ausrufezeichen einsetzen. Im Grunde immer an den Stellen, wo man was deutlicher machen will, wo man ein Gefühl erzeugen will und so weiter. Aber es ist ein gefährliches Mittel, weil man alles mit Musik zukleistert. Danke. Okay, zwei Fragen haben wir im Publikum noch. Ich würde sagen, die lassen wir auch noch zu, bevor dann der Herr Hörsuppe sich schon auf den Weg macht. Till, was mich immer wundert, wenn man die amerikanischen Podcasts oder narrativen Geschichten hört, dann unterbrechen die Amerikaner ganz häufig den Interviewenden oder den Interviewten und wie man vorher in deinem Beispiel ja hören konnte und vollenden die Sätze oder erweitern die Sätze. Sowas habe ich im deutschen Radio oder im deutschen Podcast bislang kaum gehört. Frage, woran liegt das? Und ich habe immer Bammel, sowas zu tun, weil ich dann denke, da kommt man aus dem Rhythmus der Erzählstory dann raus oder es klingt unnatürlich. Kann man das im Deutschen überhaupt machen? Ich glaube, wir müssen das mehr machen tatsächlich, weil die das genau dafür einsetzen, immer dann, wenn der Interviewpartner aus dem Rhythmus kommt, dann übernehmen die sofort und setzen einen perfekten Satz hinten ran, damit das perfekt weitergeht. Also genau das Beispiel, was wir gehört haben über die Blutegel. Ich weiß nicht, wie oft die da dazwischen gegangen sind und die Worte zu Ende gebracht haben. Ich glaube, warum wir es nicht machen, ist, dass es sau viel Arbeit ist. Es bedeutet halt einfach, oh, ich kann nicht einfach meinen Interviewpartner 5 Minuten lang reden lassen und das ist total interessant, was der sagt. Nee, ich mache es noch interessanter, indem ich noch reingehe und eben diese Ausrufezeichen setze, an den richtigen Stellen mal lache oder mal dazwischen gehe. Und das macht aber wahnsinnig viel Arbeit. Das bedeutet nämlich, dass anstatt dass ich aus einem anderthalbstündigen Interview, was ich mit einem hochinteressanten Wissenschaftler gemacht habe, wo ich dann 3 1-minütige O-Töne rausschneide, dass ich 30 O-Töne a 5 Sekunden rausschneide oder so. Diese Arbeit kann man im Grunde nur machen, wenn man wie die Leute ein Team ist von 2 3 Reporter, Producer und so weiter, die 2 3 Monate an so einer Geschichte arbeiten. Aber es geht auch mit ein bisschen weniger Aufwand, geht's auch. Und es hilft gerade dann, wenn man Gesprächspartner hat, die vielleicht ganz gut ihre Fakten unterbringen, aber nicht wirklich sehr schön erzählen können, eben nicht die Spannungspausen setzen, genauso wie man es haben will. Dann macht man es halt selbst. Hi Till, ich hätte noch eine Frage. Hi. Ich habe leider die ersten 10 Minuten verpasst, vielleicht hat sich erledigt, aber wir haben jetzt diese tolle Analyse gesehen, wir sind hier in dem Haus, BR, ich stelle mir unendliche Ressourcen vor, gerade nachdem ich die Studios gestern gesehen habe, wann kommt mit
dieser Top-Analyse die deutsche Variante von Radiolab, von This American Life. Also an der Art des zu Erzählens kann es ja nicht mehr liegen. Das haben wir ja prima analysiert bekommen. Also man muss natürlich sagen, dass die das auch erst vor, oder dass sozusagen diese Storytelling-Revolution, die wir da beschreiben, sozusagen auch erst da 10, 15 Jahre alt ist ungefähr. Also auch davor gab's das da nicht so stark. Und ja, langsam kommt es hier an, dass sich Leute das vorstellen, aber der Punkt, den ich gleich korrigieren will, die Ressourcen ohne Ende, die haben wir hier auch nicht. Ich habe krass viel Ressourcen für den BR, für meine Sendung, die Radioreisen. Ich habe 2 Tage Studio, um 60 Minuten zu machen, jede Woche. Radiolab-Leute nehmen sich 2 Tage Studio, um die Sprachaufnahmen für eine Geschichte von 15 Minuten zu machen, ungefähr. Also der Aufwand, den die reinstecken, ist so, so, so viel höher als das, was wir selbst hier leisten können. Ich will es gar nicht entschuldigen sozusagen, aber auch da muss man sich nochmal vorstellen, die stecken nochmal so, so viel mehr Zeit da rein. Also diese Sachen, die wir da gehört haben von Robert Krowich und Jed Abumrad, das ist 27.000 Mal eingesprochen und dann die besten Lacher rausgenommen und die genau eingesetzt. Und die sitzen manchmal 3-4 Stunden rum, um einen Satz aufzunehmen. Und das können wir uns auch nicht leisten hier, weil, wie gesagt, eine Stunde rauskommen, ich habe 2 Tage dafür, das ist ein Techniker, der wir bezahlt haben, und in der Zeit muss ich halt 60 Minuten Radio produzieren, sozusagen. Ich glaube, da ist noch nicht die Bereitschaft da, in sozusagen so eine Spitzenqualität so viel zu investieren hier, weil wir ja auch ganz gut klarkommen mit dem, was wir anbieten. Es hat sein Publikum und so. Ich würde mir aber wünschen, dass wir das manchmal noch machen und stärker noch mehr in zumindest ein paar Leuchtturmprojekte und Leuchtturmpodcasts reinstecken, die dann wirklich erfolgreich sein können. Jo. Vielen Dank, Till.